Tag wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich nehme dich heute wieder ein bisschen mit. Lipgloss ist drauf, siehst du es? Ja, wir wollen nämlich jetzt einmal los. Was hat, ach so, das meinst du. Sie meinte gerade, Schnuller habe ich mir geholt. Ja. Ach so, hä, Schnuller? Aber so ein Naschi-Schnuller. Ja. Schnuller. Das müssen wir auch nochmal überlegen, ne, wie wir das machen, weil aktuell kommt sie ja sehr gut an den Naschi-Schrank. Vielleicht müssen wir den doch nochmal woanders hin machen. Und dann kommt da der. Was ist gemein? Was ist denn jetzt gemein? Was ist gemein? Das da. Das da? Das ist gemein. Was ist gemein? Das ist gemein. Das ist doch nur eine Lampe, die ist doch nicht gemein. Die Lampe ist böse. Nein, das ist nicht böse. Die ist lieb. So, Johann, geht's los? Wo geht's denn überhaupt hin? Erzähl mal. Zu Niedermarkt. Was? Nee, wir brauchen ein Auto. Was hast du vor? Ein Auto kaufen. Ein Auto kaufen bei mir? Ja, das ist doch falsch, ne? Autos kauft man eigentlich in Autohäusern, weißt du? Ja. Ach, hol mal dein Ding. Dann können wir zeigen, was wir vorhaben. Mein Ding? Ja. Oma. Dein goldenes Ticket. Mein Zopf? Nein, brauche ich nicht mehr. Warum nicht? Oh, heute war aber auch so ein Wetter. Ja, ich war eben noch mit Mochi unterwegs bei der Hundeschule. Und zwar zu einer Probestunde von Mantrailing. Okay. Aber dann noch ein richtig gutes Länge. Johann? Ja, wir gehen mal gucken. Also Johann will sich da was aussuchen und dann fahren wir mal dahin. Mein Geburtstag. Nein, es ist nicht dein Geburtstag. Anders heißt er, er hat im Moment am liebsten jeden Tag Geburtstag. Aber du hast keinen Geburtstag, Mensch. Es ist noch kein Geburtstag. Ich habe keinen Geburtstag. Oh, Papi, bist du streng? Komm, wir zeigen mal, wie du ihn reinlässt. Lei. Heute ist kein Geburtstag. Wie viele Handtücher da einfach liegen. Ja, das Wetter draußen, ne? Und wenn dann ein nasser Hund reinkommt. Ich wollte ja von Mantrailing erzählen. Waren wir heute und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Mantrailing ist ja Personensuche. Das heißt, der Hund bekommt ein Geruchsobjekt. Also das kann irgendwas sein, zum Beispiel so eine kleine Serviette, so eine Stoffserviette. Und dann reibt man sich das so an der Haut, weil eigentlich geht es nur um diese Hautschüppchen, die man hat. Gar nicht um den Schweiß, den man sich ja normalerweise vorstellt. Also ich dachte auch, was nehme ich denn jetzt mit, so eine Stinkesocke oder so? Nee, aber es geht wirklich nur um diese Hautschüppchen, die ja eigentlich quasi permanent von einem Menschen abfallen. Also fast so wie bei, ja eigentlich genauso wie bei Polizeisuchhunden. Ja, dann schüffelt er dran. Da muss man ihm noch quasi so ein Kommando, ein Ritual einführen, damit er versteht, was er jetzt zu tun hat. Weil normalerweise machen Hunde das wohl gar nicht, dass sie Menschen suchen. Das ergibt für sie jetzt so eigentlich keinen Sinn. Aber wenn sie verstanden haben, dass es ihr Auftrag ist, dann ist das richtig cool. Und es war schon toll, aber das Wetter war halt einfach doof. Und deshalb überlege ich gerade, ob ich das doch nochmal mit ihm versuche. Weil irgendwie macht mir da eigentlich quasi alles Spaß, was ich so mit ihm machen kann. Also alles Mögliche an Hundesport, das ist ja total unser Ding. Also ich liebe das, mit Hund was zusammen zu machen. Okay. Johann, gehst du heute ins Auto und hast du schon fertig? Aber ich habe doch gar keine Jacke, Justus. Ja, du hast ganz viele Jacken, mein Schatz. Also nachdem wir für Johann einmal jetzt geguckt haben gleich, können wir mal für mich gucken. Ja? Nach einer Jacke. Die Jacke passt mal. Ja, meine die Jacke passt ja auch. Ich nehme auch einfach Johanns Jacke, weil aktuell habe ich keine dicke Jacke. Ja, ich friere. Die arme Frau, du hast 20 Jacken, aber keine davon hält dich warm. Ja? Die einzige dicke Jacke, die ich habe, ist jetzt klitschenass, weil ich mit Moshi Mantrailing war. Und der ist so K.O. heute, ne? Justus? Ja. Musst du selber zugeben, der war so K.O. Also schnüffeln ist ja die anstrengendste Arbeit für so einen Hund. Er hat das so toll gemacht. Ja, sie geht mal rein, schon mal ins Auto. Und das ist mein Schnüffelobjekt gewesen heute, mein Schaf. Also welche Jacke ziehe ich jetzt an? Das ist jetzt mein Problem. Manche, heute haben wir Mantrailing gemacht, ne? Mantrailing, ja. Hast du alle gefunden, die du finden solltest? Hast du, ne? Du bist nämlich der Beste. Ja, der Beste. Ich habe hier noch eine. Ich hab noch eine. Das heißt ja hier. Brauchst du eine Kuscheldecke? Ja, ist das gut? Ja.
Super. Ich möchte betonen, dafür, dass Justus sagt, ich hätte so viele Jacken, möchte ich ja mal kurz aufzählen, welche denn alles ihm gehört. Das gehört ihm, das gehört ihm, das gehört ihm. Das gehört ihm. Das sind nur die Jacken, ja? Die habe ich über 20 Jahre angesammelt. Oh, Justus. Die ist bestimmt 15 Jahre alt, die ist 25 Jahre alt. Ja, meine Jacken sind auch alt, aber das bringt ja nichts. Nee. Also, du hast ein paar Jacken hier und ganz Justus. Viele Jacken da drüben. Und noch viel, viel mehr Jacken oben auf dem Dachboden. Jetzt reicht's. Aber was stimmt? Haben wir denn nicht ganz viel auf dem Dachboden noch? Nein. Doch. Ich hätte gerne eine richtig schöne, dicke Winterjacke. Es ist ja noch Winter, ich friere. Hast du nach oben getan, ne? Mochi. Okay, warte, ja, ich hole sie. Nee, ich, ja. Ja, ja. Du brauchst wann denn? Wann holst du sie denn? Jetzt gleich, nachdem wir in der Stadt waren. So, Mochi, komm, du darfst auch noch. Okay, und welche ziehe ich jetzt an? Das ist ohne Ärmel, das ist viel zu dünn. Das ist so eine Wuscheljacke, aber ohne Kapuze und es regnet draußen. Ich ziehe, glaube ich, wirklich die hier von Justus an. Johann hat auch so eine und die passt mir auch gut. Die hält richtig warm, ne? Am liebsten hätte ich auch so gerne eine. Zielsicher, weiß Johann, wo es lang geht. So ein Ding. Ja. Das braucht man? Ja. Warum? Na, guck mal, es reguliert sich. Hä? Jetzt ist es reguliert. Komm, lenk mal ein bisschen. Noch so? Okay. Und was sind das noch für Knöpfe da drauf? Mami. Ja? Hab ich was falsch gemacht? Nein. Jetzt wieder dieses Passwort. Ja, such mal nach einem Verkäufer, der nett ist. Ja, der nett ist. Ach, da sind ja noch mehr. Ja, gucke mal. Ja, ganz viele. Oh, mit Kupplung, Pedal. Alles mit diesem Ding bezahlen. Ich hoffe, es klappt so, wie du es dir vorstellst an der Kasse, Johann. Ja, einfach so, damit so geben. Ja. Also die sollen ja sehr unterschiedlich sein, ne? Manche sollen gut sein, manche schlecht. Ja. Hast dich schon informiert, Johann? Bewertungen gelesen und so? Ein bisschen, aber warte, das müsste... Ja. Googlest du jetzt? Ja, nach Bewertungen? Nein, ich habe ein paar Videos gemacht. Aber das Ding, was jetzt da dran ist an dem Ding da, das haben sie ja hier gar nicht. Also was da jetzt, was du jetzt anfassen kannst, ja, da beim Spiel. Ja, aber das müssen sie ja auch hier haben. Das ist immer so ein Logitech. Frag doch mal einen Verkäufer. Oder so. Ja, also wenn ich gerade... Ich weiß gar nicht, wer ich hier bin. Okay. Jetzt aber... Ja. Und es ist schwieriger mit diesem Lenkrad, ne? Als mit deinem Controller. Ja, also es ist ja neu. Achso, guck mal, da ist blaue Linie. Also ich bin ja von da oben hochgefallen, weil das... Ja. Okay, wir haben einen voll netten Verkäufer gefunden. Der erste war so, ja, man kann das auch nicht anmachen so. Und der zweite hat das doch irgendwie angemacht. Und jetzt konnte Johann ein paar Mal spielen. Ich habe ein Toni. Ja, zeig mal, welchen hast du hier ausgesucht? Wer ist das nochmal? Wie heißt der? Ich weiß es nicht. Woody. Woody. Woody ist das, ja. Ja. Das ist Pen. Wer ist das? Toy Story. Ja. Ja, Toy Story. Buzz ist das, ne? Und das ist Buzz. Ja, ja. Johann probiert das noch die anderen. Also hier gibt es leider nur noch das Ausstellungsstück. Deswegen müssen wir wahrscheinlich in eine andere Filiale fahren. XX. Oh, Johann hat Geld verloren. Jetzt ist es meins. 2 Euro. Ich habe schon ein bisschen länger verwaschen als du, ne? Ja, da kann man ja zu Hause mal einen Rennen über eine Lösung machen. Mal gucken, wer gewinnt. Oh, das ist ja andersrum. Hier so rum. So, es geht los. Ich gebe Gas und Anastasia lenkt. Ich weiß nicht, ob das so geht. So, jetzt geht's los. Was geht's ja los? Ja, es geht so. Anastasia, was? Es geht schon los. Oh mein Gott, Anastasia! Oh nein, Anastasia, du musst lenken. Andersrum, ja. Du hast das Lenkrad gerade falsch rum. Achso, das ist ganz falsch rum. So rum. Nee, auch falsch. So. Jetzt?
Oh mein Gott, das ist ja ganz schwierig. Ja. Ach, warum lenkt er denn immer so doll? Ja, muss ja, das fährst du wie beim Autofahren. Ja, aber der lenkt ja so doll, wenn man nur so... Ach so, okay. Yeah. Ich weiß nicht, ich kann nicht fahren. Ich glaube, ich sollte jetzt rechts abbiegen. Ich weiß nicht, ob ich den Gehweg fahren darf. Wo soll ich denn lang? Ja. Du hast den Kontrollpunkt verpasst, glaube ich. Ja, wo ist denn der Kontrollpunkt? Du musst dich immer umdrehen. Ach, das ist rückwärts fahren. Guck mal. Ich dachte, das ist Bremsen. Du bist die ganze Zeit falsch. Darf ich auch? Wuhu! Oh, das ist ja cool. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guck mal, da war der Kontrollpunkt. Das ist der gelbe Punkt, der manchmal in den Bildschirm reinkommt. Ja, hier geht's ja nicht weiter, Justus. Hier kann ich ja nicht lang. Eben gerade hättest du lang gehen. Falsche Richtung. Nee, das ist die falsche Richtung. Da steht ja extra falsche Richtung. Das heißt ja, komm, lenken musst du. Oh. Ja, super. Guck mal, du machst das richtig gut. Da heißt das Driften. Oder das heißt ja Driften. Ja, ja, sehr gut. Komm, ich möchte noch eine Runde fahren. Okay, komm, wir lassen nochmal Johann. Komm mal raus, Nina. Raus. Finde den Kontrollpunkt. Gas. Und der in der Mitte ist ein Rückwärtsfahren, ne? Nee, der in der Mitte ist Stopp. Nein, der in der Mitte ist Rückwärtsfahren. Hä? Oh. Ja, was? Rückwärtsfahren. Ja, siehst du? So. Ah, okay, aber... Ach, diese Kupplung ist ein Rückwärtsfahren. Nee, Bremse ist das ja eigentlich. Ah, okay, Bremse. Genau, das ist doppelt belegt. Man bremst, okay. Und wenn man dann gebremst hat, dann fährt man rückwärts. Ach. Genau. Moin, das ist so wieder. Ja. Also man lenkt und dann passiert erstmal gar nichts. Ich glaube, das müsste, glaube ich. Oh, diese, ne? Ja, oh, ist der Nitro, falls du den probieren willst. Kreis! Ganz, ja, Kreis. Haben Sie doch schon ein paar Mal hier gespielt, ne? Nee, ja, ich doch nicht. Nur zum Einrichten. Ja, genau, zum Testen. Ja. Ich bin da hier drüben, ja? Ja, ja, danke. Danke. Zeig mal, Johann. Ah, okay. Und jetzt gleich mit dem goldenen Ticket bezahlen. Ja, hier. Mal gucken, ob es klappt an der Kasse, Johann. Ich drück dir die Daumen. Bitte? Klappt das? Die bezahlen, ja, ne? Ist ja Gold. Ja. Das auch. Wie bitte? So, dann hier und jetzt kann ich bezahlen. Du kannst jetzt bezahlen, Johann. Was? Das ist mein okay. Dann liegt erstmal das goldene Ticket. Ja. Nein. Da. Ja. Okay. Gut, also dann. Richtig cool. Die ist bestimmt für dich. Genau. Anastasia, guck mal, dein Toni. Kannst du jetzt schon nehmen. Dankeschön. Hast du die Jacke ausgezogen? Wir sind schon fertig, wir wollen jetzt los. Musstest du dafür denn wie bei Charlie die Schokoladenfabrik Schokolade kaufen? Nein. Ah. Gab's so, ne? So ähnlich. Dankeschön. Tschüss. Anastasia, kommst du? Gut. Zieh dir die Jacke. Ja, muss wieder alles anziehen. Zieht sich immer alles aus. Läuft er einfach schon vor. Wir brauchen uns nicht mehr, der Junge. Ja. Ist weggelaufen. Ja. Komm, einmal Jacke anziehen noch. Johann. Er läuft schon rein. Aber da ist auch Pedal mit drin. Das ist jetzt eine andere Version. Das ist ein bisschen anders, aber... Ah, da kommt er wieder. Guck mal. Gemerkt, Mama und Papa sind nicht da. Brauchst du uns nicht mehr, ne? Nee. Ja, genau. Einfach ein Auto anschließen, wenn ich so. Lieber, wie nimmst du das an? Das ist völlig gut. Ja. Hier? Siehst du das? Ja, schnell. Johann will schnell. Wir haben jetzt Wochenende. Die Kinder sind schon alle oben, sind schon alle komplett fertig gemacht. Machen einen schönen Filmabend zusammen. Johann ist da am Installieren von seinem goldenen Ticket-Geschenk.
Ja, das hat er sich ja wirklich verdient, falls du es nicht mitbekommen hattest. Unsere Kinder kriegen zu Weihnachten ja immer zwei Geschenke und er hatte ja eines seiner Geschenke gespendet an das SOS Kinderdorf. Deswegen hat er nur ein Geschenk bekommen, aber für diese mega großzügige Geste kann er nicht leer ausgehen. Ist ja ganz klar. Deswegen hat er ein goldenes Ticket bekommen und das konnte er einlösen gegen was auch immer, einen Wunsch sofort. Und das war heute, er hatte den großen Wunsch. Und ich hoffe, er hat Spaß damit. Also er spielt damit so ein Rennspiel. Und ja, das ist natürlich ein anderes Feeling als so ein Controller. Justus und ich haben gleich auch was Tolles vor. Na, Justus? Er hört mich nicht. Gut, auf jeden Fall hat er gerade die Sauna einmal hochgestellt. Das heißt, wir lassen uns gleich gut gehen. Ja, Moschi, was ist denn los? Bald kommt auch wieder nochmal ein Update von Mochi, das haben sich ganz viele gewünscht. Was er gerade so macht, was er so gelernt hat und so. Okay, ich glaube, er muss einmal raus. Wir gehen einmal raus. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.